Und ein weiteres Mal willkommen zu Let's Play Warcraft 3, Wane of Chaos. Wir wollen weitermachen mit der Nachtelfenkampagne mit Kapitel 5, Blutsbrüde. Wir wissen ja, bei der letzten Mission, Aufstand der Druiden, haben wir die Klauendruiden erweckt. Nun gehen wir in die tiefen Höhlen hinab, um die Krallendruiden zu erwecken. Am nächsten Morgen in den Hügeltiefen des Berges Hyjal. Seit fast 3000 Jahren hat niemand mehr diese Hügeltiefen betreten. Dennoch vermag niemand zu sagen, welche Kreaturen sich hier eingenistet haben könnten, nachdem wir die Tunnel versiegelt hatten. Es gibt hier nichts zu fürchten. Der einzige Gegner, der mir je gefährlich wurde, überzieht das Land über uns mit Verderbnis. Bringen wir es hinter uns und kehren zur Oberfläche zurück. Einverstanden. Seid nur vorsichtig. Nach der langen Zeit kann man nicht wissen, wie die Krallendruiden auf uns reagieren. Okay, alles klar. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit überlegt, Krallen, Klauen, was waren jetzt was? Aber klar, Klauen, erleuchtet mich. Vögel haben Klauen, Krallen bei Bären. Macht irgendwo Sinn, so spontan. Und das sind die Klauendruiden. Die sind jetzt neu seit der letzten Mission. Und die habe ich auch immer sehr, sehr gerne eingesetzt. Die haben nämlich Feenfeuer. Kennen wir. Reduziert die Rüstung um 4 und macht die sichtbar. Macht die Einheit sichtbar. Also gut, es gibt jetzt nicht so mega viele Einheiten, die sich tarnen können hier im Spiel. Aber es ist trotzdem nützlich. Und sie können noch Wirbelsturm. Schleudert eine angewählte, nicht-mechanische feindliche Einheit in die Luft, sodass sie weder angreifen, noch sich bewegen, noch Zauber wirken kann. Andere Einheiten werden daran gehindert, die Einheit anzugreifen oder Zauber auf sie zu wirken. Das bedeutet, diese 20 Sekunden, hält 20 Sekunden an, diese 20 Sekunden, die man diesen Wirbelsturm macht, ich werde es gleich mal demonstrieren, die sind äußerst nützlich. Diese 20 Sekunden kann die Einheit... Ja, sie kann nichts machen, sie wird quasi aus dem Spiel genommen. Sie kann zwar auch nicht angegriffen werden, es ist ähnlich wie beim Schlaf. Nur, dass man diese Einheit da nicht so richtig rausholen kann. Wie zum Beispiel beim Schlaf, dass man sie anschlägt. Ich finde Wirbelsturm sehr, sehr nett. Muss man zwar aktiv machen, aber es lohnt sich da ein bisschen zu micromanagen. Gehen wir auch gleich mal die Sprüche durch, würde ich sagen. Erleuchtet mich. Komm ich mit der Taschenlampe an. Oh, doch nicht so hell. Wenigstens macht mich die Verkleidung nicht zum Affen. Ich würde euch mehr erzählen, doch dann müsste ich euch töten. Aha, aha. Ich bin der dunkle Elf. Oh Mann. Sagt nicht, dass ich eine Federnallergie habe. Das ist ja sowas von passend. Ich reite auf widrigen Winden, bin lautlos, aber tödlich. Mhm. Druide. Klauendruide. Oh Mann. Willst du noch einen Martini haben? Wie wäre es, wenn ich einfach da drüben stehe? Okay. Machen wir gleich. Ich bin bereit. Erleuchtet mich. Na, das war's. Okay. Bitteschön. Ich bin Druide. Klauendruide. Ich kenne die Sprüche der... Ich glaube, die Klauendruiden habe ich selten durchgeklickt. Da war mir jetzt einiges neu. Da ganz neu wird es mir nicht sein, weil ich habe alles schon mal durchgeklickt, aber bei einigen Einheiten ist es sehr lange her. Ich würde mal sagen, beginn rechts lang. Bei Elun. So sei es. Und dort haben wir Wendigo und Ahn-Wendigos. Unverzüglich. Ja, wie schon gesagt, die Umgebung ist ein bisschen feindlich. Da können wir gleich mal den Wirbelsturm angucken. Wir wollen erstmal den kleinen Wendigo wegmachen, deswegen nehmen wir den Ahn-Wendigo einfach mal aus dem Spiel. Es hat angefangen. Zack. Der kann jetzt hier nicht angegriffen werden, aber der kann einfach nichts machen. Ich weiß nicht, ob das Zauberaufheben der Dryade... Das waren jetzt aber auch wieder keine 9 Sekunden. Irgendwie, entweder verarschen uns die Zeitangaben, wie jetzt bei den Wucherwurzeln oder beim Wirbelsturm, oder mächtigere Kreaturen werden dadurch kürzer aufgehalten. Das kann auch sein. Rolle der Heilung. Niemand bedroht die Wildnis. Furion, hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Tyrande ist ja zu sehr beladen. Was bedroht diese Länder? Und ja, das habe ich irgendwie ganz vergessen zu erwähnen. Das ist auch sehr, sehr nützlich. Die Dryade, neben ihrer Zauberimmunität und dem Vergiften, kann sie auch Magie aufheben. Das bedeutet,
Zauberverstärker von feindlichen Einheiten und negative von eigenen Einheiten. Ich weiß halt nicht, ob die auch das so Magie aufheben, vor allem negative Effekte bei eigenen Leuten aufheben, wird im MMO-Bereich gerne Dispellen genannt. Obwohl, ich glaube, Dispellen kann man auch sagen, ja, ich glaube, Magie aufheben allgemein Dispellen. Bei gegnerischen Einheiten positive Sachen wegmachen, bei eigenen negative. Kurzrum, Dispellen. Also, ja, Zauber entfernen. Raus damit. Was ist der Ruf der Natur? Das ist halt sehr, sehr nützlich und ich weiß nicht, ob es den Wirbelsturm aufheben kann. Wenn ja, erleuchtet ist es natürlich nochmal geiler. Weil dieser Wirbelsturm ist oftmals... Also, es gab schon sehr, sehr viele Kämpfe, die ich nur dank diesem Wirbelsturm gewonnen habe. Also, Clown-Druiden und Dryaden und Bogenschützinnen waren eigentlich im Multiplayer mit den Nachtelfen so ein bisschen meine Zauberkombination. Klar habe ich hier und da ein paar andere Einheiten drin gehabt, aber das war so mein magisches Trio, das ich hatte. Bei Elun. Mit dem ich auch sehr, sehr lange Zeit ganz gut gefahren bin. Unverzüglich. Funktioniert ganz nett. Wie die Göttin wird. Diese Höhlenspinnen sind riesig. Ich spüre eine seltsame Dunkelheit, die sie befleckt. Etwas unermesslich Böses hat sie verwandelt. Die spinnen doch alle. Bei Elun. Unvermesslich Böses. Ich glaube, meine Grundschullehrerin war hier. Wie die Göttin wünscht. Oh mein Gott. Unverzüglich. Okay. Dieses Land und ich sind eins. Wir haben hier in dieser Mission übrigens noch einige. Boah, ich muss mal eben das Spiel ein bisschen leiser drehen. Also ihr merkt nichts davon, ich drehe es bei mir ein bisschen leiser. Die Göttin. Ich hab's gerade total laut auf den Kopfhörern. Und wir können hier endlich Stufe 6 erreichen. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Egal, Stufe 6. Ach ja, genau. Wir haben hier mindestens ein Secret. So sei es. Also so, auf jeden Fall ein Easter Egg. Und noch ein paar kleine Secrets, sagen wir es mal so. Aber erstmal gucken wir hier ein bisschen durch. Wie die Göttin. Ich habe mich da jetzt ein bisschen genauer informiert, was dieses eine angeht. Und ich glaube, ich kenne es noch gar nicht. Ich habe selbst noch nicht so weit erforscht. Sagen wir es mal so. Erforscht klingt immer so zweideutig, aber ich muss es jetzt einfach mal so sagen. Bei Elun. Das war irgendwo hier auf der rechten Seite. Da kommen wir noch hin. Ich sag noch genaueres, wenn wir es sehen. Da bin ich auch mal gespannt. Weil ich habe es jetzt nur von gehört. Eigentlich kannst du mal die Senkpfeile machen, weil die Eule funktioniert hier sowieso nicht. Obwohl, der Sternregen. Na gut, bis wir den bekommen, kann Tyrande die Senkpfeile einsetzen. Hier kriegen wir jetzt dann die Mega-Kombination. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch warten will, wenn ich das Level-Up habe. Wie gesagt, Sternregen plus Gelassenheit. Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Ach ja, und im Übrigen. Ich hab's gesehen. Also ich hab's auch sofort gesehen, als ich meine Videos angeschaut habe. In der letzten Mission die Goldmine, die ich übersehen habe. Oh Gott, wurde ich in den Kommentaren niedergeschossen. Aber ganz ehrlich, ich hätte mich sogar am liebsten selbst geflamed dafür. Ich habe die gleich gesehen sofort auf der Karte. Dachte mir, da ist doch eine Goldmine. Warum ist mir die nie aufgefallen? Das ist unglaublich. Beweglichkeit um 1. Tyrande. Ah, dein Druidenbeutel. Könnte doch eventuell der Druide gebrauchen. Furion, willst du deinen Beutel zurück? Was ist denn das überhaupt? Horn von Cenarius. Geister. Okay, ich lese mal ganz vor. Diesem uralten Relikt der Nachtelfen wird nachgesagt, dass es die Macht habe, die Geister aller Nachtelfen anzurufen. Geister Nachtelfen haben wir parat. Es erhöht die Trefferpunkte seines Besitzers um 200 und verleiht ihm einen zusätzlichen Trefferpunktregeneration von 2. Es hat die Wirkung vom Ring der Regeneration plus nochmal 200 Lebenspunkte drauf. Gekauft. Ja. Für was gibt mir der den Druidenbeutel? Wollen wir die Claudas Angriffstyrande geben dafür? Das ist doch eigentlich ein Plan, oder? Das ist ein Tausch, würde ich sagen. Diese Länder. Bitteschön. Tyrande ist eh die Frau für den Schaden. Dieses Land und ich. Die weiß, wie man Gegner anfaucht. Ich folge der Stimme von Elun. Und dann gucken wir mal hier weiter. Wie die Göttin wünscht. Ich will es mal so sagen, dieses Easter Egg ist nicht ungefährlich, das wir sehen. So sei es. Ja, hier ist es. Alles klar, das sieht man hier an diesem Totenschädel, an diesen Knochen auf dem Boden. Bei Elun.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Eigentlich hätte ich schon gern erstmal Level 6, aber wir können ja mal speichern. Im Notfall laden wir einfach neu, weil ich möchte nicht alle meine Einheiten verlieren durch irgendein Problemchen. Das man nicht mit einem Becherchen lösen kann. Rolle der Heilung. Im Übrigen wird mir auch... Also ich weiß auf jeden Fall eine Stelle, wo wir Pilze wegmachen können und dafür ein Item bekommen. Überall Pilze wegzumachen wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Dieses noch eine weitere Rolle der Heilung. Behalte ich mir mal im Gedächtnis. Hier speichere ich auf jeden Fall mal. Wichtig. Und dann machen wir mal ein bisschen den Weg frei. Komm mal her. Meine Sinne übrigens genau, Malfurion wird er komischerweise erst ab The Frozen Throne genannt. Hier heißt er immer nur Furion, aber sein eigentlicher voller Name, der dann auch in Frozen Throne zur Geltung kommt, ist eigentlich Malfurion Stormwage. Es soll geschehen. Für Kalimdor. Oder für manche andere Leute eben auch Malfurion Sturmgrimm. Entschuldigung. Das war ein Würgereflex. Dieses Land und ich sind eins. Ich finde einfach, gut, Sturmgrimm wäre jetzt nicht so schlimm, wenn es nicht so unglaublich verniedlichend wäre. Das ist einfach so verniedlichend. Also, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch gern Verniedlichungen einsetze, aber in der ernsten Lore hat es dann eigentlich dann doch weniger verloren. Anodora. So. Was ist denn hier? Oh nö. Da guckt der Baum, hä? Ach du. Ach du. Okay, das kenne ich noch nicht. Ich habe Angst. Größter je existierender Panda. Fuck. Fuck. Tyrann der Malfurion, der geht mal her. Malfurion holt noch mal ein paar Tanks ran. Und dann schießt ihr von der Entfernung drauf. Er ist stark. Aber wir kriegen ihn. Wir holen dann auf jeden Fall reine Fernkämpfer dazu. Feenfeuer ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ich bin bereit. Dich kriegen wir, das wäre doch gelacht. Immun gegen Magie. Scheiße, dann ist ja Gift. Obwohl, Gift funktioniert bei Magie-Immun-Einheiten. Okay, das ist gut. Ja, den kriegen wir. Wunderbar. Kette der Zauberimmunität. Verleiht Immunität gegen Magie. Euer Befehl? Keiner gut, ich weiß jetzt nicht, wie oft unsere Helden von Magie angegriffen werden. Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Aber es ist toll. Größter... Das kannte ich nicht. Also, diese Sequenz an sich war mir ganz neu. Anodora. Echt cool. Für Kalimdor. Alles klar, was machen wir denn dafür weg? Kraft, Mann. Anodora. Bitte. Zauberimmunität, her damit. Wir haben eh keine Krafthelden und eins, ich bitte euch. Die Göttin ruft. Das ist doch ein Witz. Jemand bedroht die Welt. Ähnlich wie Sturmgrimm. Ich folge der Stimme von Elun. Hallöchen. Ich wusste doch, dass hier einer fehlt. Oder eine. Für die Bäume. Die Göttin ruft. Okay, dann gucken wir mal weiter. Irgendwo müssen diese Krallendruiden doch sein. Unverzüglich. Oh. Dämonengalle. Damit müssen die Spinnen verflucht worden sein. Bäh. Wenn die Verderbnis solche Auswirkungen auf diese schlichten Geschöpfe haben kann, mag ich mir nicht ausmalen, was sie den Tieren oben antun könnte. Wir müssen diese Verderbnis beenden, koste es, was es wolle. Spinnen mit Dämonengalle. Wunderbar, eine kulinarische Köstlichkeit. Yay! Ach, Sternenregen. Und Gelassenheit. Wisst ihr was, weil wir ein bisschen... ich weiß nicht, sind wir... Mach mal später. Hier wäre es jetzt eigentlich super gewesen. Hier waren so viele Gegner. Das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Ich finde, vor allem die Kombination von beiden ist einfach... Das ist Hammer. Das ist göttlich. Godlike. Komm, mach mal Gelassenheit. Das ist die Gelassenheit. Und zack, alle werden geheilt. Und guckt euch mal, was für eine Geschwindigkeit... Da wird schon fast... da muss man schon ziemlich fokussiert eine Einheit angreifen, dass man die richtig runterbekommt dann. Es ist einfach geil. Und die... es hält 30 Sekunden an und die Abklingzeit ist jetzt auch nicht so mega lange. Ihr seht, über... Also gut, ein Drittel ist jetzt schon wieder weg. Von daher, man kann das sehr, sehr oft machen. Man muss halt aufs Mana ein bisschen aufpassen, aber diese Fähigkeit ist einfach super. Der ultimative Heilzauber meines Erachtens in dem Spiel. Heilt alles und das echt nicht wenig. Und ja,
Die Tyrande hat den ultimativen AOE im Spiel. Na gut, richtig Area of Effect. Es ist kein Bereichsschaden. Es ist einfach, jeder wird angegriffen. So sei es. Ich würde einfach sagen, es ist der ultimative Ultimate. Bei Elun. Fürbolg, sogar noch freundlich gesinnte Fürbolg. Wie die Göttin wünscht. Hi. Halt, Priesterin! Wir brauchen eure Hilfe. Unser Schamane wurde von einer seltsamen Spinne gebissen und ist todkrank. Unsere Stammesgefährten sind geflohen und haben uns unserem Schicksal überlassen. Was sollen wir tun? Das Wasser des nahen Brunnens des Lebens kann ihn retten. Doch können wir ihn in diesem Zustand nicht allein lassen. Wenn ihr diese Fiole mit dem Wasser füllen und uns bringen könntet, wäre unser Schamane gerettet. Wenn seine Weisheit verhindert, dass ihr zu solchen Barbaren werdet wie eure Stammesgefährten, rette ich euren Schamanen mit Freuden. Okay, alles klar. Die Gefährten, die sie im Stich gelassen haben, sind wahrscheinlich die, die dann auch ziemlich wahnsinnig geworden sind. So ein bisschen, ganz, ganz leicht so eigene Leute anknabbern und wirres Zeug reden. Jemand ja. Bedroht die Wildnis. Und einfach wild alles ummetzeln. Ja, ganz leicht verrückt sind sie vielleicht geworden. Es ist irgendwie komisch, oder? Wir können ihn nicht alleine lassen. In jedem Horrorfilm, in jedem irgendwie Szenario, in dem es nichts bringt, sich aufzuteilen, müssen Gruppen sich aufteilen. Aber wehe, es hätte mal Sinn, dass man sagt, zwei Leute bleiben hier, wir gehen mal zu dritt los eine Fiole suchen. Nö, wir müssen natürlich alle fünf da bleiben. Oh Mann, immer diese Logik. Gut. Ist halt die Frage, ob die wirklich eine Chance gegen diese Skelette hätten, aber ja, ich meine halt einfach dem Prinzip her. Die können ja nicht erwarten, dass sie irgendwo Hilfe kommt. Irgendwie muss man ja selbstständig dann mal sagen, los, wir machen jetzt etwas. Unverzüglich. Aber gut, es ist ja die Prophezeiung. So sei es. Die Prophezeiung hat besagt, dass wir in diese Höhle kommen und ihnen helfen. Im Namen von Cenarius. Diese Prophezeiung kommt von Blizzard und nennt sich Level Design. Anudora. Die ganze Geschichte ist ein Selbstläufer. Wie die Göttin. Okay. Kommen wir da drüben irgendwo noch lang? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da drüben ist Nee, da drüben ist nicht Ende. Da kommen wir später noch lang. Alles klar. Vermerkt, vorgemerkt. Was gibt's denn da noch? Oh, ich möchte halt alles erkunden. Das ist das Problem. Und. Habe ich ja schon mal erwähnt. Ich bin nicht so der Mega-Feind. Ich frage mich auch manchmal, was manche Leute dagegen haben, wenn sie in dem Spiel. Gut. Klar, wenn es richtige Open-World-Spiele sind, sind Eingrenzungen natürlich blöd, aber ich bin eigentlich ein bisschen Freund von linearem Ablauf. Unverzüglich. Was daran liegt, dass ich mich immer so oft verlauf. Bei Elun. Eine Blitzechse. Unverzüglich. Und selbst wenn ich mich nicht verlauf, hier in dem Spiel kann man sich ja eigentlich nicht verlaufen, großartig. Trotzdem irgendwelche Abzweigungen. Ich muss die Fiole nur ins Wasser des Brunnens halten. Und ein kleines Vollbad nehmen, bei der Zeit. Bei Elun. 3 Stunden später. Tyrande, bist du denn endlich fertig? Okay. Dann, wer hat denn die Fiole überhaupt? Hat der Schlaf meine Sinne getrübt? Wieso habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt gleich ein Item auf dem Boden sehe? Was ist das? Och Mann. Brauchen wir die Rolle der Heilung eigentlich noch, wenn wir hier Gelassenheit haben? Na, egal. Arsterodonator. Wie bitte? Die Göttin ruft. Ja. Echt eine wunderbare Sache. War doch irgendwie klar, dass wir die Fiole mitnehmen müssen. Was bedroht so habe ich es auch in Erinnerung. Wollte ich jetzt noch irgendwas sagen? Hab, glaube ich, irgendein Thema gerade gehabt. Anudora. Egal. Ach ja, genau. Von wegen Level-Design und so. Ja, im Prinzip mag ich ja Abzweigungen und viele Wege. Aber irgendwie so, immer wenn ich dann mal zurückgucke und sehe, da habe ich irgendeinen Weg vergessen, dann fange ich immer an zu fluchen. Nein!